Moin Leute, hier ist wieder TGB und heute ein Tutorial zu einer Weizenfarm. Ja, zuerst ist noch zu sagen, dass das Ganze nicht von mir entwickelt ist, sondern von Musketart. Das ist ein englischer oder amerikanischer YouTuber, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal das Letztere. Und er macht viele solche Tutorials. Nur, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht habt, sind die auf Englisch. Ich habe mir gedacht, es gibt sicher viele von euch, damit meine ich jetzt vor allem kleinere, also jüngere Leute, die im Englisch nicht so gut sind und vielleicht das nicht so ganz verstehen. Deshalb habe ich ihn gefragt, ob ich seine Tutorials auf Deutsch machen kann, und er hat da zugestimmt. Ich habe mir auch überlegt, dass ich das in Zukunft mit öfters machen werde und auch vielleicht mit anderen YouTubern. Wenn ihr welche kennt, die englische Videos machen, Tutorials oder so, und dann schreibt sie mir doch bitte in die Kommentare. Fände ich sehr nett von euch. Jetzt zeige ich euch als erstes mal, wie das Ganze hier aussieht. Es ist eine Mini-Schaltung, obendrauf noch ein klein bisschen. Und wirklich ein sehr geringer Platzaufwand. Jetzt gehen wir hier rein. Das Gute ist, wir können hier auch nicht ertrinken. Und jetzt können wir hier einfach Rechtsklick gedrückt halten. Oh, hier. Und unser Weizen wird mehr. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Karotten. Und Kartoffeln. Einfach Rechtsklick gedrückt halten und wir bekommen immer mehr. Ist also wirklich saupraktisch, finde ich. Und dafür, dass es wirklich nur so eine kleine Schaltung hat. Der einzige Nachteil ist natürlich, man braucht wirklich sehr viel Knochenmehl. Sonst braucht man da überhaupt nicht mit anzufangen. Aber sonst sind die Materialien wirklich sehr gering, die man dafür braucht. Er hat hier auch noch ein paar kleine Fakten rausgefunden. Für den Weizen. Wenn man damit den Samen rechtsklick gedrückt hält, bekommt man 1,25 Weizen pro Sekunde. Und das sind dann 75 Weizen pro Minute. Und wenn man die Weizen zu Brot verarbeitet, kann man damit 60 Hunger pro Minute heilen. Zu den Karotten und Kartoffeln, da bekommt man 2 Items, also je nachdem, ob man Karotten oder Kartoffeln nimmt, pro Sekunde. Und das sind dann 120 Items pro Minute. Damit kann man dann, also das gilt jetzt nur für die Karotten, 240 Hunger pro Minute heilen. Das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht auf die Karotte genau und das Ganze auch nicht wirklich ganz genau, sondern ist ein bisschen gerundet, ist ja klar. Aber es ist trotzdem mal gut zu wissen. Und jetzt seht ihr noch, wie man das Ganze baut. Als erstes haben wir hier irgendwo einen Erde- oder Grasblock. Da stellen wir dann so Dispenser drumrum und auf den hier noch einen drauf. Jetzt machen wir hier 2 Wasserquellen hin. Es kann natürlich auch eine sein, aber es ist nur für die Optik. Das sieht nämlich schöner aus, wenn es 2 sind. Jetzt hole ich mir noch einen Glasblock. So, das sieht schöner aus. Jetzt noch ein paar Blöcke drum. Und hier noch. Und das Grundgerüst steht schon mal. Jetzt tun wir noch hier das Zauntor hin. Und davor eine Druckplatte. Und jetzt müssen wir das noch mit Redstone anschließen. Dafür hole ich mir noch Redstone.
Das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Ist ja logisch. Typisch, meine ich. So. Also hinter jedem ein Repeater. Hier muss man den da drunter tun. Und jetzt hier einen Repeater auf Stufe 4. Und dann hier einen Repeater auch auf Stufe 4. Das dann noch verbinden. Dann ein ganz kurzes Oh, das war zu kurz. Ein ganz kurzes Signal. Und das wäre jetzt soweit schon mal fertig. Dann obendrauf. Hier. Und hier verbinden. Und das Ganze auf Stufe 3. Nein, das stimmt ja überhaupt nicht. Wir dürfen es noch nicht anmachen. Denn die beiden müssen ja auch synchronisiert sein. Hier als erstes bauen wir mit dem Block, den wir ausgewählt haben. Es ist völlig wurscht, welcher. Ich darf halt nur keine Schwerkraft haben. Bauen wir hier so eine kleine Treppe und gehen dann mit dem Redstone nach unten. Jetzt brauchen wir noch einen Redstone-Block und setzen den hier hin, so dass sich hier die Ecken berühren, aber der nicht gepowert ist. Hier auf der anderen Seite gehen wir auch mit dem Redstone rüber. Hier legen wir auch schon mal welches hin. Und jetzt tun wir hier zwei Repeater hin. Den hier tun wir auf Stufe 2. Und jetzt ist das Einzige, was wir zu tun haben, hier eine Redstone-Fackel dran zu tun. Und schon ist das Ganze synchronisiert. Das kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Nee, kann ich noch nicht. Ich muss es erst befüllen. Dann kann ich das hier wieder abbauen. Hier auch. Wird jetzt nicht mehr gebraucht. So. Dann müssen wir jetzt da noch ein Schild dranhängen. Oder müssen wir? Ich tue es vorsichtshalber mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das unbedingt muss, aber ich mach's mal. Sicher ist sicher. Jetzt müssen wir die noch befüllen. Als erstes oben einen Wassereimer rein. Und jetzt in die anderen noch Knochenmehl. So, das war jetzt etwas verschneller, denn es wäre ja langweilig für euch dazu zu gucken. Aber jetzt kann ich euch zeigen, dass das Ganze auch funktioniert. Ich nehme Samen und jetzt kann man sehen, es ist genau richtig synchronisiert. Dann sind wir jetzt auch eigentlich schon fertig mit dem Bauen. Das ist alles. Es geht recht schnell und ist sehr klein und komplex. Also, und es lohnt sich auch wirklich, das zu bauen. Was ich noch am Anfang des Videos vergessen hatte zu sagen, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Kanal von Musketard und zu seinem Originalvideo. Da könnt ihr ja auch nochmal vorbeischauen. Das war's dann jetzt auch schon wieder von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir doch vielleicht in die Kommentare, wie ihr das findet. So englische Videos, dass ich die auf Deutsch nochmal mache, ob ich das weitermachen soll und so weiter und so weiter. Und ich würde dann jetzt mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.